Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie recht herzlich begrüßen heute Abend. Ich freue mich, dass trotz dem schönen Wetter so viele gekommen sind. Mr. Collega's, ich bin blij dat ik zoveel van u hier mag begrüßen. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich leider kein Wort Holländisch kann. Aber Tita wird das sicher schön übersetzen. Sorry, dass ich kein Nederlands verstehe, aber Tita soll es vertalen. Mein Name ist Stefan Lehmann, ich bin 39 Jahre alt, bin verheiratet und habe 4 Kinder. Mein Name ist Stefan Lehmann, ich bin 39 Jahre, bin getraut und habe 4 Kinder. Ich wohne im Schwarzwald, das ist in der Nähe von Freiburg. Ich wohne in het Zwarte Wald, dicht bei Freiburg. Wir haben auch einen Milchviehbetrieb mit ca. 40 Kühen plus nochmal so viele Rinder. Wir haben eine Melkviehhalterei mit 40 Kühen und evenveel Jungvieh. Kann ich länger reden? Ja. Ah, ich kann noch mal was mehr sagen. Wir haben 30 Hektar Landwirtschaft, 50 Hektar Wald ungefähr. Wir machen zusätzlich noch Weihnachtsbäume. Wir haben Kulturheidelbeeren. Und wir machen auch noch Obst. Und was ich sehr stark investiert habe in den letzten Jahren, ist in die Photovoltaik auf den Dächern. Also Strom von den Dächern. Ich habe 30 Hektar Grund, 50 Hektar Wald. Ich sitze noch in den Dennenbomen, Kulturland, verbouw Fruit und doe eine Dachbedekking. Ja, warum bin ich hier? Ich bin heute 700 Kilometer gefahren, weil ich denke, wir müssen einander unbedingt helfen. Wir müssen miteinander reden. Ich bin schon 500 Kilometer hierheen gekommen, omdat ich es nodig vind. 700 Kilometer. Ich will auch, dass ich da 11 September komme, dus vandaar 700 Kilometer hierheen gereden. Omdat ich finde, dass wir mit elkaar moeten praten über, wie wir verder gaan. Ich bin der Meinung, dass es für uns Milchbauern in Europa keine Grenzen mehr geben darf. Für uns Melkviehhalter in Europa müssen keine Grenzen mehr sein. Uns trennt vielleicht die Sprache, aber nicht das gleiche Interesse. Und die Interessen können nur sein, ein kostendeckender Milchpreis und der Erhalt unserer über Jahrhunderte geschaffenen, aufgebauten Höfe unserer Vorfahren, die zu erhalten. We spreken misschien niet dezelfde taal, maar we hebben allemaal dezelfde belangen als melkveehouders. We hebben een kostendekkende melkprijs nodig, ook om die 100 jaar oude bedrijven die we soms hebben te behouden. Ik ben der Meinung, wir müssen jetzt gemeinsam aufstehen und uns gegen diese Agrarpolitik der EU wehren. Da sind wir uns schuldig und unseren Kindern. Wenn wir das nicht tun, geben wir alles auf, was unsere Vorfahren gekämpft haben, nämlich für die Freiheit der Bauern und ihr Recht auf Eigentum. Wir müssen nun zusammen aufstehen gegen die Landbaupolitik von der Europäischen Kommission. Das müssen wir tun für unsere Kinder. Denn wenn wir alles aufgeben, dann geben wir auch alles auf, was unsere Vorfahren dafür haben gefochten. Die Freiheit, um zu produzieren, was wir wollen. Man hat mich gebeten, über die Situation in
Deutschland zu berichten und über die Situation in Frankreich. Ich bin auch die letzten eineinhalb Jahre sehr viel in Frankreich gewesen, um die Leute hier zu mobilisieren, dass sie mitmachen mit uns im EEG. Er ist mir an mij gevraagd om de Duitse situatie wel toe te lichten, maar ook de Franse. In de laatste anderhalf jaar heb ik veel vergaderingen gehad in Frankrijk om daar ook de mensen te mobiliseren om lid te worden van de EMB. Ik kan ook geen woord Französisch. En ik spreek ook geen Frans. Maar het heeft geklapt. Ik werd er nachher darüber erzählen. Ja, die situation in Deutschland ist wirklich dramatisch. Wir haben Milchpreise von 17 Cent bis 2, 23 Cent, 24 Cent. Die Situation in Deutschland ist dramatisch. Wir haben Milchpreise variieren von 17 Cent bis 23, 24. Bei uns in Deutschland ist es so, die Bauern gehen zur Bank und holen Geld, aber sie gehen nicht am Tage zur Bank, sie gehen bei der Nacht. Warum tun sie das? Weil sie sich schämen. Denn wer will schon gesagt bekommen, er ist ein schlechter Bauer, er kann seine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Das ist ein großes Problem. Bij ons gaan de boeren ook naar de bank voor geld, maar ze gaan niet overdag, ze gaan 's nachts. Waarom gaan ze 's nachts? Dat doen ze omdat ze zich schamen. Want wie hulp nodig heeft, is een slechte boer die zijn rekeningen niet kan betalen. We moeten, dat is het eerste, hier bij ons zelf aanvangen. Eerlijk zijn zu ons zelf, eerlijk zijn zu onze collega's. En we dat schaffen, dann sind wir schon so weit, wie wir noch nie zuvor in Europa waren, mit unserer Bewegung. Wir müssen ehrlich sein gegen uns selbst, aber auch gegen unsere Kollegas, dass es so weit ist, dann erreichen wir was in Europa. Die Banken, die geben, oder die Bauern geben das Land ab an die Banken. Die Banken sagen, okay, aber wie wollt ihr euren Kredit zurückbezahlen bei diesem Milchpreis? Das geht nicht. Die Banken verkaufen das Land wieder und sie finden bei uns Käufer. Es sind zum Teil Molkereien oder die Großkonzerne wie Aldi, Lidl oder Pharmaindustrie. Die boeren die naar de bank gaan, zeggen vaak oké, je krijgt krediet, maar hoe was jij van plan dat terug te betalen? Dus verkopen ze het land aan investeerders en dat zijn dan melkfabrieken, maar ook Aldi en Lidl. Die Molkereien oder die Konzerne gehen hin, sagen den Bauern, okay, ihr könnt weiter auf eurem Hof arbeiten, ihr könnt hier wohnen. Aber arbeiten tut ihr für uns. Und ganz schnell sind wir nur noch die Sklaven, die Knechte auf unserem eigenen Hof, ohne dass uns noch was gehört. Die Konzerne, die sagen von ja, das ist prima, ihr mag hier weiter wohnen und werken, aber wel für mich. Und dann sind wir dus geworden tot Slaven von der Melkfabrik.